der kommt mit dem Rewe. Infos, Entschuldigung. Das ist gern tun. Damit. Wieder ein Foto machen? Auf das Apfelblau. Ich nehme den blauen und du passt auf, dass es nicht runterfällt. Ne? Die beiden einzusperren, weil wir die Anlage sanieren wollen. Und das geht leider nicht, wenn die Affen dabei sind. Bären, also ich muss mich mal entschuldigen, aber mein Gerät ist, glaube ich, kaputt. Das setzt immer aus. Nicht meine Schuld. In freier Wildbahn leben Lippenbären in festen... Ja, fein machst du das. So. In festen Revieren. Ach. Also, es tut mir leid, das setzt immer aus. Keine Ahnung. Höchstens mal eine Mutter mit Jungen, mit führenden Jungtieren. Ansonsten, wie gesagt, lebens. Lippenbären Mütter gebären ein bis drei Jungtiere, meistens sind es Zwillinge. Sie ziehen sich dabei in eine Höhle zurück, wo sie ihre doch recht klein unterentwickelten Babys zur Welt bringen. Also so ein kleiner wiegt 50 Gramm. Das ist schon richtig klein und sie kommen auch als typische Nesthocker zur Welt, also sie sind blind und taub. Und die ersten 12 Wochen verbringt die Mutter ausschließlich in der Höhle mit ihren Jungtieren und säugt die und schläft viel und in dieser Zeit geht sie auch nicht raus, um zu fressen. Und erst so mit circa 12 Wochen